So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Wir sind hier immer noch gegen den einen Bema zu Furio, bin ich mal so dreist, den so zu nennen, am Kämpfen. Und keinen Schimmer, wie ich den jetzt besiegen soll. Aber ich glaube schon, dass das hier zwischen seinen Beinen schon richtig ist. So. So, nochmal ein bisschen rennen. So. Finde ich ein bisschen mies. Jo, einfach knapp. Komm, tritt den doch mal. Ich will ihn kaputt machen. Hier, jo. Boah. Jetzt, komm. Okay, so funktioniert das. Haben wir geschafft. Looks like a deer fell out of that creature. So, das machen wir jetzt. Hier machen wir definitiv einen Save Point. So. Boah, das war aber ein heftiger Kampf. Haben wir irgendwas eingesammelt von dem? Nee. Da liegt aber irgendwas. Boah, okay. Haben wir jetzt innerhalb von 2 Minuten geschafft. Jetzt kommen wir an dem nicht vorbei. Und hängen hier fest. Da lag irgendwas. Was ist denn das? Pick up Dwarven Gear. Yo. Wir haben da eine neue Notiz. Warte mal, wo war denn das? Journal, oder? Ne. Hier. Salvaged a Dwarven Gear from the Wreckage of the Dwarven Mechanical Giant. Boah, ist das das eigentlich, was ich jetzt für den einen Hochelfen da gebraucht habe? Oh, die Tür ist offen. Okay, gehen wir mal hier durch. Und ist wieder abgeschmiert, natürlich. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ah, hier sind wir jetzt rausgekommen. Okay, dann können wir auch direkt gehen. Dann wollen wir mal den Weg zur anderen Dwemer-Ruine mal suchen. Vielleicht ist das ja für den... wie hieß der eine da? Den einen Hochelf. Da, der ganz verrückt ist auf jeden Fall. Den verrückten Hochelfen. So, aber ey, das Spiel ist auch heftig. Wie oft der einfach abschmiert. Ja, ich habe jetzt keine Lust gegen euch zu kämpfen. Ihr spawnt ja eh wieder. So. You won't escape. Ja, ja. Alles klar. You won't escape. Doch, ich entkomme. So, jetzt ist nur die Frage, was müssen wir eigentlich noch sonst alles machen? Wir haben ja vor 1-2 Folgen die Piratenbraut da getroffen von der Restless League, genau. Und die wollte ja irgendwie einen Beweis haben, was wir, dass wir auf dessen Seite sind, damit wir mit denen irgendwo hin segeln. Gehe ich mal von aus. Zumindest zu Kizara kommen. Da müssen wir irgendwie es beweisen. So, dann gehen wir aber hier mal so schnell es geht runter. Ich hoffe, die anderen Dudes hier, die vergessen uns schnell. Aber dann haben wir wenigstens das mit dem Gear hier, mit der Dwemer-Ruine mal zumindest abgeschlossen. Aber ich gehe auch stark von aus, dass die alle irgendwie zusammenhängen. Hier haben wir ja keine direkten Quests. Ich habe so das Gefühl, wir müssen hier so oder so alles mal schaffen, alles gemacht haben. Gehen wir hier rum. Einmal
Ja, okay, der kommt jetzt auch noch. Oh, die sind ja alle hinter uns hier. You won't escape. I'll spill yours yet. Come on. Hier entlang einmal. Dann müsste da vorne gleich die Bema-Ruine sein. Das Observatorium. Ja, da kommt's schon. Und bevor wir reingehen, machen wir auch nochmal ein Safe-Game. Ich habe echt Angst, dass das Spiel jedes Mal abschmiert und wir den kompletten Weg alles wieder von vorne machen müssen. Ich mache hier jetzt mal ein Safe-Game. So. Und dann gehen wir mal gleich rein. So. Ist auch ein schönes Bild. Somerset. Ah, okay. Da war Somerset. Ich glaube, der Gear ist für den da. So, quatschen wir nochmal mit dem? Der Verrückte, ey. Hallo again, Erasmo. Ja. Gib ihr. Here, here's the dwarven gear you need to fix the telescope. You found one! Good, good. But I'm not going to go back to the gear room. You're going to have to do it. Put the gear in on the far side. I'll give it a try. Was hat er gesagt? Stay calm, Erasmo. Ich hab nichts verstanden. So. Erasmo says he won't go down to the gear room. Go to the gear room and install the gear on the far side to fix the telescope. Jetzt muss ich da runter, oder was? Boah, das speichern wir lieber erstmal. So, speichern das Wichtigste hier. Ganz besonders in alten Games. So. Dann müssen wir jetzt selber hier einmal runter. Und es fährt jetzt selbst. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir damit hin? Oh, hier ist ja eine Treppe. Gibt es irgendwas noch zu looten, wenn hier schon eine Treppe ist? Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Hier noch irgendwas? Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Full Lever. Das ist ein Timer, okay. Jetzt. Toll. Machen wir den Lever noch einmal. So. Ah, nein. Ach komm, Cyrus. So, und... Ah, Cyrus. Die Steuerung ist echt... zum Ausrasten, wirklich. Nein! Nein! Komm wieder nochmal hoch. Okay. Das ist absurd. So. Machen wir mal so. Okay, ich habe jetzt aber keinen Schimmer, wofür der Timer da ist. Aber wir machen erst einmal das da.
keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Aber erstmal stecken wir hier fest. Und können hier nicht so geil herumrennen. Wir müssen hier wirklich... Nein, nicht runterfallen, Cyrus. Das sieht aus, als wäre das irgendwie etwas, was... Ah, warte mal, das Ding dampft ja hier nicht mehr. Komm. So. Nein! Und alles wieder von vorne. Okay, komm. Noch einmal. Jo, nochmal. Bisschen Schaden genommen. Ist auch gut. Schaden haben wir erstmal mitgenommen. Aber okay, jetzt wissen wir zumindest, das eine hier macht die Dampfmaschine da weg. Ah, oh, Cyrus. Der macht auch nie das, was man will. Ja. Ja, Steuerung ist, kann man sich nicht gewöhnen. Muss ich ehrlich sagen, ich kann mich nicht dran gewöhnen. An der Steuerung. So, jetzt ist die Frage, wo muss man hin? Warum kickt er mich hier runter? Okay, wir versuchen das noch ein paar Mal. Toll. Was ist denn hier? Okay, hier ist... nichts. Hänge ich jetzt fest? Okay. Ein bisschen festgehangen. Cyrus. Einfach das tun, was man dir sagt, Cyrus, ja? Ich wünschte, man könnte hier irgendwie gucken. Wo man hin muss. Autsch. Ist hier vielleicht richtig? Bisher gehe ich eigentlich von aus, dass wir nach unten müssen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aha. Toll. Okay. Jetzt ganz vorsichtig, ganz genau schauen, was wir machen.
Sobald wir das eine deaktiviert haben, machen wir nochmal ein Save Game. Dann gehen wir nicht mehr von oben hier runter, sondern sind direkt hier unten. Aber ich habe mir auf jeden Fall schon gedacht gehabt, dass das Gear, das wir jetzt von dem einen Ding da eingesammelt haben, schon für Erasmus ist. Da unten gibt es auch viele Wege. Wie sieht es hier aus, auf der Seite? Ich habe eine Idee. Aha. Interessant. Ich glaube, wir müssen schon auf, nach da hinten. Wir machen jetzt hier ein Safe Game, bevor wir gleich drauf gehen. Und dann wieder den ganzen Weg von vorne nach unten machen müssen. So. Und nochmal. So. Jo, das hat geklappt. Jetzt ist die Frage, können wir hier so drauf? Okay, hier haben wir erstmal Schaden bekommen. So, wenn wir jetzt hier so runter. Mhm. Hier ist ein bisschen ermogelt. Examin-Slot. Looks like a gear is missing from this slot. Noch ein Gear. Ah, ne, warte. Wir haben das Gear. Okay, perfekt. Jetzt machen wir hier ein Safe Game. Dann ist es nur noch rausfinden, wie wir wieder nach oben kommen. Den Weg nach unten haben wir uns jetzt ermogelt. So. Oder auch nicht. Wir haben es uns ermogelt. Quatschen wir mal mit Erasmus. Na, warte. Erst einmal den. Wieder ganz regulär. So. Ja, Erasmo. Hello again, Erasmo. My hero. Telescope fixed. You can relax now. The telescope is fixed. Hooray! My hero! Now I can keep doing what I do. At least Rick and Lowe cut my arms off now. Hooray! You are welcome here. Okay. Stay calm, Erasmo. So, Erasmus, please, that the telescope is fixed. Ich glaube, dann haben wir das fertig. Boah, dann können wir mal gucken. Hier hat er ja irgendwie, war ja irgendwas möglich, hier mit dem Blauen zum Beispiel. Wenn wir hier hochgehen. Nein, das war jetzt das Falsche. Ich wollte da drauf. Genau, das fährt uns ja nach oben. Look through telescope. Was bringt mir das jetzt? Kann ich wieder runter? Kann ich hiermit irgendwie was machen? Ich
Turn Wheel. Okay, muss ich wohl den anderen Weg hier runternehmen. Oder? Ja, wir können auch auf diese Art. Okay. Ich glaube, das bringt mir gar nichts. Ja, kommt. Nein, Cyrus. Okay. So, und wieder einstecken. Quatschen wir nochmal mit Erasmo. Machen wir von vorne. Hello again, Erasmo. My hero! Jo, einmal das. You can relax now. The telescope is fixed. Hurray! Hurra! Boah, der ist aber ganz komisch, finde ich. So. Stay calm, Erasmo. Wir machen jetzt hier ein Save Game. So. Teleskop ist auf jeden Fall gefixt. Dann gucken wir mal, was ist denn das hier nochmal für ein Logo? Das ist schon das spiegelverkehrte 11. Würde ich sagen, wir gehen einmal hier mit nach oben. Drehen und hoch. Und dann können wir jetzt dahin. Das war das umgedrehte L. Gucken wir mal, ob wir hier auch das umgedrehte L haben. Es ist nicht das umgedrehte L. Nicht das umgedrehte L? Das ist das umgedrehte L. So, wir können aber auch nochmal das hier machen. So, und runter. Das war knapp. Also, genau, jetzt schon wieder umdrehen. So, komm, 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 ein bisschen schneller. Cyrus, komm. Dann müsste das da jetzt klappen, dass wir den da finden. Nein, nicht die Waffe, Cyrus. Was? Okay, kann ich jetzt auch irgendwie wieder runter? Autsch. Okay, ich glaube aber, viel gibt es hier jetzt auch nicht zu machen. Ja, komm, wir gehen. Gehen nochmal zurück nach Strossen Kai. Vielleicht ist da noch irgendjemand, mit dem wir quatschen können. So, bitte jetzt nicht abstürzen, Spiel. Das ist das Blödeste, was jetzt passieren könnte, wenn er jetzt auch noch abschmiert. So, da kommen schon die nächsten Dude. So. Ja, wir rennen mal zurück nach Strossen Kai. Wäre schön, wenn Cyrus ein bisschen schneller laufen könnte.
Und mittlerweile, ich mag wirklich die Musik. Warum gibt es eigentlich hiervon kein Remake oder so? Auch wenn es von einer Modder-Community gewesen wäre. Wäre echt super, wenn die das gefixt nochmal raushauen wollen. Das wäre irgendwie super. Genauso wie Battlespire auch nochmal gefixt raushauen. Auch wenn es von der Modder-Community wäre oder von den Entwicklern selber. Ich würde das feiern. Gibt ja auch noch andere Teile, so Spin-off-Teile von Elder Scrolls. Eins sogar fürs Handy, also nicht die Smartphones von heute, sondern die damaligen Handys mit den Tastaturen. Also das würde ich auch noch feiern, wenn man die nochmal auf die heutigen Standards nochmal raushauen würde. Ach so, ich bin genau ihm vor die Nase gelaufen. So. Boah, mich juckt die Augenbraue. Aber mit ihm wollte ich ja so oder so hier nochmal quatschen. Der eine Dude hier hinten irgendwo. Also nicht den Trunkenbold. Obwohl, wir können ja eigentlich hier Wasser auch wieder voll machen. So. Haben wir hier Glass Bottle. Und Turn Wheel. So. Ist das Ding jetzt nicht voll? Ja, das wäre jetzt voll. Jetzt? Ah! Jetzt ist voll. So. Aber ich beende schon mal die Folge für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.